Und dann gab es irgendwann mal so eine, was weiß ich, keine Erleuchtung, kein Licht gesehen, aber so, das, was da ist jetzt, das ist doch schon alles Gott. Ja, wo soll denn denn sonst sein? So, das ist Gott. So. Wer bist du? Und die Person sagt dann, ich bin nicht der Muho. Aber der Muho spricht. Da muss man doch den Widerspruch spüren, ne? Absolut. Wenn diese Person spricht, dann muss ich sagen, ich bin der Muho. Gibt es denn eine Wahrheit aus eurer Sicht? Oder Erleuchtung, vergiss es. Ne? Also du kannst so eine Erfahrung haben, ne? Aber darum geht's nicht. Und im Grunde, wenn du es hast, dann steckst du ja noch tiefer in der Scheiße. Dann geht's, glaub ich, ich bin erleuchtet. Ne? Okay, der Meister hat es mir bestätigt. Ne? Und dann bist du hoffnungslos verloren. Ne? Ich hab's, ne? Substanzlosigkeit. Ne? Es gibt mich gar nicht. Und selbst das wird dir noch genommen. Ne? Du musst immer wieder neu erwachen. Was nützt mir jetzt Erwachen von gestern? Dann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr sehen. Das ist schon richtig. Aber es nützt dir trotzdem nichts, wenn du weißt, das Leben ist eigentlich nur eine graue Wand. Dann mache ich jetzt mit der grauen Wand? Ich male ein Bild drauf. Wenn ich aber sage, ich rede nur von der grauen Wand, dann sei die graue Wand, ist, da ist keiner, den das Schwarz interessiert oder das Blau. Keine Ahnung, dann frage ich mich immer, was ist da schiefgelaufen? Ja, sorry. Und ich muss nicht ständig darüber reden und ich muss nicht ständig sagen, dass ich nicht da bin. Ich weiß es ja. Das schneidest du bitte raus. Poi si fa una richiesta formale alla banca di attivare una nuova convenzione a fronte di nuovo diritto di funzione. Zen-Meister Muho Nölke wird am G2 zum Gespräch eingeladen. Wir werden Sie indes noch einmal für das baldige Boarding aufrufen und wünschen viel Spaß beim Last-Minute-Gespräch mit Gerard und Alex. Es war uns ein großes Anliegen, dass wir uns hier nochmal sehen können und dich nochmal abgefangen haben. Vielen Dank, dass du bereit bist. Das ist Nerven aus Stahl, ne, eines echten Zen-Meisters mit Family und allem. Ne? Und hier haben wir Gerard, den wir dann mittlerweile kennen werden. Ich denke, ihr beide habt große Schnittmengen im Bereich Zen und auch, was auch etwas ein bisschen auf dem Arbeiter, aber mehr in Richtung Zen. Ne? Wie können wir euch... Ich würde das jetzt nicht portionieren, aber im Kopf portioniert sich das ja nicht. So linke Hälfte ist Zen. Ja. Vielleicht beginnen wir nochmal mit Gerard. Du bist wahrscheinlich die meisten neuer noch. Okay, ich bin neuer. Okay, was möchtest du wissen? Wo im Bereich Advaita bis Zen positionierst du dich? Positionieren an der Stelle finde ich jetzt nicht passend tatsächlich. Also es ist so mehr so tatsächlich ein Konglomerat von Sichtweisen, die sich aus der Beschäftigung mit Zen und so ergeben haben, vor langer Zeit, vor über 30 Jahren, habe ich angefangen mit Zen und mich dann auch wieder davon abgewandt. So, ja, es hat mich so ein bisschen aufgeregt und das ist mir zu konzeptuell. Das ist auch der Grund, warum ich keine Ordination gemacht habe. Das stand kurz davor, auch im Soto-Zen übrigens. Ja, also Deshimaru-Richtung? Ja, einer, der aus der Richtung kam, der hieß Taiko Güttler, der war irgendwo unten in so einem Schloss, ne? In der Eifel, genau. Kamalashila hieß das. Da war dann oben im Schlossturm da gesessen und meditiert, war toll. Hab mich aber auch gleichzeitig mit Rinzai-Zen beschäftigt, weil ich fand einfach die Richtung ganz spannend. Und dann irgendwann habe ich das sein gelassen, um das mal so zu nennen. Gleichzeitig aber hat mich ja diese Anschauung oder die Sichtweise nie losgelassen. Du kannst das Seil nicht mehr als Schlange sehen, um das so zu formulieren. Und irgendwann, viele, viele Jahre später, genau genommen vor 20 Jahren, da kam ich dann irgendwann mal mit dem Advaita so in Kontakt und fand es ziemlich gut. Mm-mm. Ich fand ziemlich gut daran, eigentlich das, was ich da in Resonanz fand, war genau das, was ich schon im Zen, dem ich im Zen schon begegnet bin. Weißt du, so, ob Lehre oder so, nur mit anderen Worten.
dieses Traditionelle, also Ramana Maharshi oder Papaji, habe ich gelesen, faszinierte mich auch. Aber ich konnte mich nie irgendwie da anschließen und sagen, so, ich bin jetzt ein Fan von. Insbesondere Ramana, zur Enttäuschung aller hier, ja, der hat mich eigentlich nie, obwohl er viele ja so magisch anguckt auf den Bildern, auf den seinen Büchern, der hat mich nie weggerissen. Ja, ich habe mal gesagt, ja, okay, toll, was er sagt. Das hat mich nie getriggert, sondern vielmehr ein paar Leute, die dort aus der Richtung kamen, die ich live gesehen habe, mit denen ich meditiert habe, Retreats gemacht habe. Und den eben literarisch tatsächlich Nisargadatta. Ne? Ob der jetzt umstritten ist oder was man darüber denkt. Aber es war für mich nie so das Konzept, so jetzt weiß ich, jetzt habe ich das und ich bin und fertig. So. Und ich habe einfach irgendwann auch parallel, so sind wir ja auch irgendwie zusammengekommen, weil ich bin so beide, in beidem zu Hause, nicht wörtlich zu nehmen, aber so ich kenne beides, also von meiner Erfahrung her. Und ich habe auch eine Meinung dazu, tatsächlich. Und die ist, da ist viel mehr Ähnlichkeit oder Gleichheit, als nach außen hin dargestellt wird. Es wird immer so in Trennung kommuniziert. Ja. Die sehe ich gar nicht, tatsächlich. Ne? Ja. So, wie sagen wir es? Ich bin am Terminal 2 und im Terminal 1, aber wir sind beide am Frankfurter Flughafen, das merkt nur keiner. Ne? Weißt du, so. Schön gesagt. Whatever. So, das war's mal, ne? Biografisch. Ja, Mohl, wir hatten deine Biografie schon oft, glaube ich, ne? Dann würden wir aus Zeitgründen die... Oder nö, lass uns das überspringen aus Zeitgründen. Ne? Also ich bin halt jemand, der im Grunde nur Zen richtig gemacht hat. Advaita kenne ich eher über Bücher und jetzt natürlich seit ein paar Wochen durch den Kontakt mit der Cosima, die eine kritische Position dazu einnimmt. Ramana Maharshi, als ich dieses Buch gelesen habe, ne, und dieses Who Am I? Natürlich sehe ich da einen Bezug, denn ich habe mich schon als 7-8-Jähriger immer gefragt. Zum einen, zuerst war da die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber dann die Frage, woher kommt eigentlich die Frage? Wer denkt da? Dann, ja, wer fragt sich jetzt, wer denkt da? Und wer fragt sich jetzt, wer denkt da? Ne? Also immer einen Schritt zurück, immer eine Umdrehung höher, so den inneren Elfenbeinturm hoch. Und für mich war Zen, also grob gesagt, wieder runterkommen und nicht den Beobachter spielen, sondern auf die Bühne zurück. Also für mich war Zen, wenn man jetzt von innen und außen spricht, ein Weg raus aus dem Innen, auf die Bühne sozusagen. Ja. Und immer, wenn ich so Satsangs und Advaita und die Bücher lese und mir das angucke auf YouTube, die Richtung scheint so ein bisschen umgekehrt. Ne? Raus aus der Welt, sich rausnehmen. Ich bin ja gar nicht die Person. Ich bin noch nicht mal der Beobachter, da ist ja gar nichts. Ne? Und auch die Typen, wenn man sie so anguckt. Ne? Gut, da gibt es eine ganze Bandbreite. Ne? Aber du stellst ihnen eine Frage und dann, die brauchen immer so eine halbe Sekunde, um überhaupt die wieder runterzukommen. Ich habe immer das Gefühl, die sind irgendwo, wo ich auch war als Kind, ne? Irgendwie so detached. Ne? Da fehlt die Verbindung zu dieser Person. Und da sehe ich eben den Unterschied. Ne? Zen hat mir geholfen, den Muho zu spielen, mich da zu identifizieren oder auch den Olaf. Also spielt mir keine große Rolle, ob mich jetzt die Leute Olaf nennen oder Muho. Ne? Beides ist ja nur Name und Form. Aber Zen hat mir geholfen, diese Person, sei es Olaf, sei es Muho, zu spielen. Und das Gefühl, ich bin das nicht. Ne? Ich bin ja gar nicht der Muho, das kenne ich zwar, aber ich finde das so ein bisschen ja fehlgerichtet. Ne? Wenn du jemanden fragst, und das ist ja auch vor ein paar Wochen passiert, ne? Wer bist du? Und die Person sagt dann, ich bin nicht der Muho. Aber der Muho spricht. Da muss man doch den Widerspruch spüren. Ne? Absolut. Ne? Wenn diese Person spricht, dann muss ich sagen, ich bin der Muho. Und natürlich gibt es etwas, das sich nicht mit diesem Namen berühren lässt. Die Leinwand, was auch immer. Ne? Klar, aber für mich also der Unterschied, der große Unterschied ist im Zen halt, wasch deine Schalen, bring den Müll runter. Dieser praktische Aspekt. Und wenn dann die Frage ist, aber da gibt es doch gar keinen, der die Schalen waschen könnte. Es gibt ja niemanden, der den Müll runterbringen könnte. Mach's trotzdem, sozusagen. Ne? Mach's trotzdem. Ne? Also ich finde, ich kann dem einfach nur zustimmen, weil ich finde so, diese Sichtweise, die du gerade beschrieben hast als Kind, die kenne ich auch. Das war aber viel weniger eine Frage als vielmehr so ein Wissen, so wo alle nachsuchen, wer auch immer, weil man musste ja in die Kirche, wurde ich geschickt. Meine Eltern gingen nicht in die Kirche, du gehst mal in die Kirche. Und dann haben sie gesagt, Gott, was ist das? Wer ist das? Wo ist der? Und dann gab es irgendwann mal so eine, was weiß ich, keine Erleuchtung, kein Licht gesehen, aber so, das, was da ist jetzt, das ist doch schon alles Gott. Wo soll denn sonst sein? So, das ist Gott. So. Aber das ist ja nur
Nee, es war nicht intellektuell, es hat mich total erschüttert und zugleich auch so rausgeworfen aus mancherlei Lebenskonzept. Wenn ich dann mit 17 habe ich dann über Buddhismus gelesen, Nirvana und und Taoismus. Und dachte ich nur, ja toll, aber wie kriege ich das ins Leben integriert? Und dann musste ich erstmal leben, weißt du? Frauen, Kinder und so Zeugs. Und damit, mit 27, ja, alles so das, was man so hat als Jugendlicher, da interessiert dich erstmal das Leben, erstmal, das schneidest du bitte raus. Das geht nach oben. Und dann mit 27 hat es mich wieder bekommen. Dann habe ich Alan Watts gelesen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber dann gelesen ein Jahr und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es machen. Fleisch dran bringen. Ja? Und dann habe ich meditiert, alles Mögliche. Ja. Zen-Session, Rohatsu habe ich gemacht, ganz viele Jahre lang, immer wieder. Ja. Aber es hat ja dann irgendwann aufgehört. Aber so viel mal dazu. Ja. Dieses, was du gerade sagst im Hinblick auf Advaita, da bin ich absolut gleicher Meinung vielleicht nicht, aber ich sehe das ähnlich. Mhm. Ich finde, das, was die sagen, und das sage ich auch, natürlich ist da keiner. Wenn du wirklich guckst, da gibt es nicht irgendwas. Ja. Nur die Frage ist, wenn du das weißt, ist das erstmal nur ein Konzept. Ja, ja. Und wenn du das dann propagierst, ist es ja auch noch nett. Ja. Aber es lässt dich nicht leben, weil du musst trotzdem in diesem Traum den Traum weiterspielen. Ja. Du musst sozusagen dein Avatar werden. Ja? Ja, du musst dein Avatar werden. Das klingt sehr ähnlich. Ich denke, ich bin mein Avatar und den liebe ich und mit all seinen Schwächen und Stärken liebt den. Und das ist vielleicht so ein bisschen, was auch so aus so ein gedankliches Zen-Fragment ist, zu sagen, hey, ja, da ist ja trotzdem jetzt alles andere als fluffig. Zu wissen, ich habe so viel Geld auf der Bank, da ist niemand. Aber ich muss nicht ständig nach dem Geld gucken. Ja. Und ich muss nicht ständig darüber reden. Und ich muss nicht ständig sagen, dass ich nicht da bin. Ich weiß es ja. Ja. Und dann, also Wissen im Anführungszeichen. Ja. Ne? Da sind wir über zwei einig hier. Ja, das ist ja manchmal verdächtig blöd. Ne? Aber was ich da eben auch gesagt habe, ich habe mal erkannt, dass alles bedeutungslos ist. Ja? Ja. Aber nicht als Floskel, sondern es kam auch während eines Zen-Sessions, by the way. Ja. Ja. Und das war sowas wie, da ist niemand und keine Bedeutung ist für mich ist ähnlich. Weißt du? Weil in dem Moment, wo ich sage, guck mal, ich bin hier, ich bin wichtig oder so, ist ja automatisch implizit Bedeutung dabei. Ja. Und das war so wie, es ist alles bedeutungslos, völlig leer und bedeutungslos. Aber wenn das so bedeutungslos ist, dann ist das Erkennen davon auch bedeutungslos. Mhm. Und was mache ich jetzt damit? Ja. Jetzt mache ich, was ich tun muss. Holzhacken und sowas. Ja. Ja, fertig. Ja. Und das finde ich, das fehlt tatsächlich an dem Neo-Advaita. Und ich finde Advaita, so als, sagen wir mal, Stammlehre, wie das jetzt, wenn es mit Zen vergleicht, die Aussagen da drin, die sind für mich ähnlich. Ob ich von Parabrahman spreche oder von Leerheit, jenseits davon, ist für mich dasselbe. Oder Leere ist Form und Form ist Leere. Da ist dieser Fokus auf dem Licht selbst und beim Advaita auf dem Selbst. Meint aber genau das Gegenteil, meint aber auch das Nicht-Selbst. Das finde ich gleich. Und was Neo-Advaita betrifft, wenn man da jetzt schon drüber redet, da habe ich überhaupt keine Resonanz, schon gar nicht zu dem Neo. Was ist denn das überhaupt? Das ist so wie, wir sind so ein paar Abkömmlinge von irgendwas, wir outen uns und wir sind jetzt irgendwie, wir machen Advaita bei McDonald's. Ne? Und deswegen sind wir in eine neue Richtung, so zum Beispiel. Ja, das sehe ich so. Ohne da jetzt zu sehr drüber herzuziehen, das ist ja auch nicht toll. Aber ich sehe das, es hat einen Wert, absolut. Ja, aber da fehlt mir, wie ich eben sagte im Auto, da fehlt mir so eine praktische Umsetzung. Und da geht es jetzt nicht darum, im Kloster zu leben und zu sagen, ich muss jetzt Holz hacken und ich muss meditieren und ich muss jetzt karg leben. Das nicht. Das ist ja auch nur eine Form. Ja. Ja? Aber es geht darum, auch zu sagen, du, ich habe Hunger. Oder wie ist denn deine Biografie? Ja, mich gibt es ja nicht. Eigentlich ist die Biografie, die hat ja nie angefangen. Dann denke ich, okay, dann rede ich halt mit dem Geist. Ne? Das gefällt mir halt nicht so gut. Ist so. Ja. So, jetzt ist schon alles gesagt. Ne? Das klingt nach Inkarnation. Ne? Da, wenn man so ein bisschen Embodiment oder so sich fühlen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Anzahl der Erleuchteten, jetzt mit oder ohne Anführungszeichen, in den letzten 10 Jahren furchtbar zugenommen hat. Ja. Ist das so und wenn ja, woran liegt das? Eine gute Frage. Was meinst du? Ja und nein. Weil, sagen wir mal, die Wahrnehmung, dass es die gibt, die hat zugenommen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also Leute, die sich als erleuchtet bezeichnen. Ja. Ne? Also früher, es gab Alan Watts, es gab Didi Suzuki, aber in der Zen-Welt, wenn du fragtest, wie viele Leute, Meister gibt es, die wirklich erleuchtet sind? Die Antwort war in der Regel so zwischen 5 und 50. Du musstest danach suchen. Und jetzt, man muss nur Erleuchtete auf YouTube eingeben und man findet selbst im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich 100 Erleuchtete. Was die sagen, klingt alles irgendwie so, als hätten die tatsächlich irgendwelche genuinen Erlebnisse gehabt. Ja. Also die blähen sich dann nicht einfach auf, die haben irgendwas erlebt. Ne? Ja. Das war in den 80ern für mein Gefühl noch nicht so.
Jetzt frage ich mich, liegt das an, was weiß ich, besseren Drogen oder liegt es an Eckhart Tolle oder bilde ich mir das nur ein, dass die Leute zugenommen haben und sie sind jetzt einfach nur sichtbarer? Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, du bildest dir das ein, ja, aber nur aufgrund von Informationen, weil es so vermittelt wird. Die Frage ist ja, ist es wirklich so? Ja, ja, ja. Und wenn du sagst zum Beispiel Eckhart Tolle, dann, ja, ist das ungefähr so, wie alle haben Tennis gespielt nach Boris Becker. Ja, ne? Ja, so. Ja. Und das ist jetzt sehr zynisch, aber so what. Und wenn man jetzt mal ganz banal im Bewusstsein und psychologisch betrachtet, dann gibt es ja sowas wie, da wo meine Aufmerksamkeit ist, ja, da fließt Energie hin und da kriege ich auch eine Selbstbestätigung. Immer so, ich, ja, kriege immer das, was ich erwarte. Ja. So gewisserweise wie Robert Anton Wilson, ich weiß nicht, ob du den kennst, mal gesagt, nee, hat, was der Denker denkt, muss der Beweisführer beweisen. Ja. Klingt sehr platt und intellektuell, aber da ist ja was dran. Und wenn ich jetzt mich mit Erleuchtung beschäftige und, ja, dann so einen Flash habe, den hast du gehabt, den habe ich, ja, auch gehabt, und der ist auch umspannend, der hat mein, ja, Leben auf links gedreht. Ja, ja, und was heißt das jetzt aber tatsächlich genau genommen? Mhm. Bin ich deswegen, ja, schwebe ich jetzt oder so? Oder kriege ich alles besser geregelt? Ist mein Leben wirklich glücklicher? Woher weiß ich überhaupt, dass ich glücklich sein muss? Mhm. Ja, wie der Rupert Spira sagt zum Beispiel, unsere Natur ist Glück. Das glaube ich sogar. Die Abwesenheit von Gedanken und Kummer. Aber dieses Form, ich bin dann glücklicher, wenn ich weitermache oder so. Und jetzt Erleuchtung gefunden habe. Das ist so wie eine Erwartung erfüllt sich. Und das kann ja sein, dass die Leute wirklich so eine Flash haben, weil sie es erwarten. So verrückt, ja, ist das. Ja, ist das, ja, mal so bewusstseinspsychologisch betrachtet? Ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich sehe auch überall, ne, der ist erleuchtet und jener ist erleuchtet. Ich sehe dann manchmal, wo ich denke, wer bin ich überhaupt? Aber ich denke mal, nö, ist er nicht. Also so denke ich manchmal. Da sehe ich jetzt aber auch wieder einen Unterschied zwischen Zen und, weiß nicht, Advaita oder vielleicht auch nur Neo-Advaita. Ne? Im Zen, da wird dir gesagt, hier ist dein Platz, setz dich hin. Aber dann wird nicht gesagt, was genau sozusagen du erkennen sollst. Ne? Ja, genau. Die Haltung wird relativ genau noch erklärt und wo du dich zu verbeugen hast und all diese Formalitäten, die eigentlich keinen interessierten, aber dann, wenn es an die Sache geht, ne, und was soll ich jetzt erkennen? Die Substanzlosigkeit, die Leere, soll ich eins werden mit Buddha? Da heißt es einfach nur, sitz erstmal, ne, und beweg dich nicht, bis die Glocke klingt. Und im Advaita, da scheint das relativ strukturiert vermittelt zu werden, was überhaupt Erleuchtung ist. Und das macht es natürlich auch leichter, dann zu dem Punkt zu kommen, oh, da ist ja gar keiner, der sieht, sozusagen. Ich höre, aber da ist keiner, der hört, ne, und da denkt ja gar keiner, das sind ja nur Gedanken. Ist das so, wie wenn man bei einer Mathe-Sachaufgabe den Denkprozess dem Schüler abnimmt, indem man schon sozusagen die Lösung sozusagen schon hat und auch noch ein paar Schritte dazwischen einfügt und dann, oh, ich hab's, ja, klar. Ja, das ist wie Assimilation, der Begriff sagt durch Assimilation ja was, du hast hier einen Punkt und da einen Punkt und was dazwischen fehlt, setzt unser Bewusstsein dazwischen ein. Wie die Sterne, den großen Wagen, du siehst gar keinen großen Wagen, du siehst nur 7 Sterne und machst dann Linien dazwischen. Und wenn ich jetzt vorstelle, ich habe ein Ziel, dann ist alles, was ich, wenn ich sage, ich will Erleuchtung erreichen, wie auch immer, dann passieren Dinge und die werden in einem bestimmten Licht betrachtet. Ist jetzt nur ein theoretisches Modell, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Dann kann ich mir vorstellen, dass dir sowas schneller passiert, weil du, was du sagst, einen Rahmen bekommen hast und alle wollen in den Rahmen passen. Während beim Zen, wenn es so ist, da sitzt du einfach, weißt überhaupt nicht, was dir passieren wird. Du weißt überhaupt nichts. Ja, du bist wirklich im Not Knowing, im Nichtwissen, viel mehr. Und beim Advaita habe ich tatsächlich das Gefühl, da weiß man schon alles. Du weißt nur noch nicht das, was du zu wissen hast. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich daran arbeiten. Ich weiß ja, wie das Ziel aussieht. Ja. Und beim Zen hast du kein Ziel. Also in Wirklichkeit kein Ziel. Ja. Dann die Frage an euch beide. Gibt es denn eine Wahrheit aus eurer Sicht? Oder... Jetzt habe ich immer Frage, die du stellst. Ist, ne? Doof gestellt. Nee, doof. Die ist nicht doof. Nicht gestellt, sie ist doof. Die ist doof. Weil, die ist nicht doof, weil du doof wärst, sondern sie ist, wie soll man die dann beantworten? Wie soll einer, der dich die ganze Wahrheit für sich, vorausgesetzt mich gibt es, ne? Wie soll denn jemand oder nicht jemand wissen, was die Wahrheit ist, ohne sie in dem Moment sofort für sich zu vereinnahmen, sondern ich bin die einzige Wahrheit. Und wenn es so ist, dann gibt es vielleicht Milliarden Wahrheiten. Aber dann ist Wahrheit auch nur Wirklichkeit. Ich bin erstaunt, ihr habt beide gleichermaßen reagiert. Und ich meine, im Zen, es gibt auch verschiedene Richtungen im Zen, aber da, wo ich herkomme, aus demselben Grund wird gesagt, Erleuchtung, vergiss es. Ne? Also du kannst so eine Erfahrung haben, ne? Aber darum geht's nicht. Und im Grunde, wenn du es hast, dann steckst du ja noch tiefer in der Scheiße. Dann geht's, glaub, ich bin erleuchtet. Ne? Und wie komme ich da wieder raus? Genau, und im schlechtesten Fall kriegst du dann noch die Dharma-Übertragung vom Meister. Er sagt, hier, du hast es tatsächlich, okay, der Meister hat es mir bestätigt. Ne? Und
dann bist du hoffnungslos verloren. Ne? Das heißt, im Zen, die Rolle des Meisters ist eigentlich immer das wieder wegzunehmen, dir immer wieder den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Du hast Erfahrung, ja, aber darum geht's nicht. Und das heißt dann halt immer wieder, ja, und jetzt wasch deine Schalen. Ne? Mhm. Ne? Und mit den Schalen zu waschen, das ist ja auch gemeint, dieses, ich hatte meine Erleuchtung. Ja, okay, das ist so wie, du hattest Frühstück, ne? Aber was interessiert dich das Frühstück? Wasch die Schalen und was isst du zum Mittagessen? Ne? Das hat aber das Element der einer erleichternden Frustration. Ja. Ne? So in der Wird Art. Ja immer wieder gesagt, Enttäuschung. Ne? Ja. Es ist toll, ne? Am Anfang bist du dann auch frustriert, aber es ist die Täuschung. Und Wahrheit, Erleuchtung ist ja auch eine Täuschung. Ich hab's, ne? Substanzlosigkeit, ne? Es gibt mich gar nicht. Und selbst das wird ja noch genommen, ne? Genau. Jetzt hast du die Erleuchtung, jetzt wasch sie ab, ne? In Form der Schale. Das ist, als hätte ich jetzt einen Goldpokal mit Mühe errungen und der ist aber schwer und ihr nehmt mir den ab und dann merke ich, okay, jetzt ist es wieder leichter, so. Und jetzt muss ich den nicht mehr tragen. Ja. Also so finde, denkt man sich das als. Erwachen. Ne? Oder meinetwegen erleuchten, wie auch immer. Wenn es das gibt, aber die Frage ist, wann gibt es das jetzt oder jetzt oder jetzt oder jetzt oder jetzt? Entweder gibt es das Erwachen, ist, wenn es das überhaupt definierbar gibt, ein ständiger Prozess. Auch wenn das Wort Prozess ja keiner mag, aber es ist ein, du musst immer wieder neu erwachen. Was nützt mir das Erwachen von gestern? Weißt du, was nützt es mir, wenn ich, ja, da sitzt wenn ich das konservieren will, ja, das ist dann das. Ist es ein Anhaften. Es kann schon sein, finde ich, so ging es mir ja auch, wenn ich einmal irgendwas gesehen habe. Ja. Dann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr sehen. Das ist schon richtig. Ja, ja. Aber es nützt dir ja trotzdem nichts, wenn du weißt, das Leben ist eigentlich nur eine graue Wand. Ja. Dann mache ich jetzt mit der grauen Wand? Ich male ein Bild drauf. Ja. Wenn ich aber sage, ich rede nur von der grauen Wand, dann sage ich, die graue Wand ist, da ist keiner, den das Schwarz interessiert oder das Blau. Keine Ahnung. Dann frage ich mich immer, was ist da schiefgelaufen? Ist so, ja, sorry. Und das sind ja Menschen, die zum Beispiel sowas, oh, sind ja nicht dumm. Die sind ja nicht alle doof. Darum geht's ja nicht. Nur ich frage mich. Dabei finde ich es viel spannender, du stellst dich auf die Bühne oder setzt dich als Zen-Meister, wer auch immer hin, und machst dich total lächerlich. Weil es ist ja sowieso nicht schlimm, wer da ist oder was da passiert. Da muss ich ja nicht besonders, keine Ahnung, clever sein. Das ist ja auch, da gab es ja eine Phase, wo du ja auch mal Satsangs gegeben hast. Ja, und warst dafür bereit. Ja, habe ich 3 Jahre gemacht. Ja. In Tübingen, by the way. Ja. Kennst du das französische Viertel in Tübingen? Sagst im Süden, ne? Ja. Da habe ich das in einem Yoga-Zentrum gemacht, im Zentrum Impuls. Die kannte ich damals. Und dann habe ich das gemacht, bis die Leute, da kamen immer so 30 Leute, 5 Leute, 20 Leute, mehr mal weniger, bis die dann anfingen, Fragen zu stellen. Wie ist das denn, wenn man so erleuchtet? Wie lebst du denn? Wirklich solche Fragen kamen. Ich sagte, ich muss jetzt aufhören. Ja. Wirklich, das war so wie, einerseits natürlich, ne, denkst du, ne? Denke ich, nee, das geht nicht. Nee, das passt auch nicht. Da ist sowas wie, ja, ich fühle mich geschmeichelt mit dieser Anfrage, aber was bringt das? Und es gibt ja keinen Fortschritt, gibt es ja sowieso nicht, aber es gab da kein Fortkommen. Die Leute haben jede Woche sozusagen die gleichen Fragen gestellt. Weißt du, ist eigentlich die Rutsche rot? Ja. Gehört die jetzt zu McDonald's? Nächste Woche kommst du wieder an, weil ich mal fragen wollte, gehört die Rutsche zu McDonald's? Und du denkst, ja, so kam mir das vor. Dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Und dann habe ich noch, es ist aber, guck mal, du willst befreit werden. Dann sagt dir der Lehrer oder Meister, wie auch immer, das liest man ja überall, kann man ja überall nachlesen. Geh. Von mir aus geh und wasch deine Schale jetzt, um es mit Senden. Und andere haben das auch gesagt. Und dann gehen die Leute und sagen, wie hat das jetzt gemeint? Genau, jetzt gehe ich am nächsten Tag wieder hin und sage, ich sitze zu Füßen des Meisters. Und im Hinduismus, Advaita, kursiert ja noch mehr der Gedanke des Guru, dem du zu folgen hast und treu zu bleiben, als beim Zen, glaube ich. Auch da finde ich natürlich, wenn man bei einer Sache mal bleibt, gut, habe ich ja eben schon erzählt, habe ich jetzt so nicht gemacht, aber es war kein Guru-Hopping oder Seminar-Junkie. Es war immer, es stimmte so nicht. Und ich hatte auch eine Zen-Meisterin aus dem Rinzai-Zen, die ist leider früh gestorben dann. Wer weiß, vielleicht wäre ich dabei geblieben. Aber auch das war für mich nicht wichtig, das zu machen. Es war nicht wichtig. Und zugleich habe ich komplett gedacht, ich mache jetzt ein Bodhisattva-Gelübde bei dem Güttler da in Machendorf. Ich fand es schon faszinierend. Das war schon toll. Und dann hatte ich halt mal so ein Erweckungserlebnis tatsächlich, habe ich Ihnen schon erzählt. Wo ich dachte, ja klasse, ich bin schon tot, war so das Ding. Ich bin schon tot. Zwischen dem und das ist so ein großes Nichts. Was bin ich eigentlich? Aber das war für mich total befreiend. Weißt du? Nicht so. Es war befreiend, im Sinne von, da ist ja niemand, aber nicht so, dass ich jetzt kursiert damit wandern gegangen wäre und hätte gesagt, Leute, es ging auch nicht. Ich musste ja, und ich wollte ja weiterleben. Und das Leben wurde dann erstmal besser, nämlich lebendiger.
weil es ja nichts zu verlieren hatte. Den Aspekt finde ich spannend, das Gefühl zu haben, du hast ja nichts zu verlieren, tatsächlich nicht. Wenn du es so fühlst. Und dann kannst du alles machen, dann arbeitest du nämlich, finde ich, dann strengst du dich an, weil du es ja nicht musst. Dann liebst du deine Familie, weil es nicht muss. Weißt du, wie ich meine? So. Aber das kann man nicht lernen, man kann es nicht sagen, du musst das so machen. Klingt sehr nach Freiheit. Und ich meine, man kann intuitiv durch diese Auseinandersetzung mit diesen Themen oder die Berührung mit dem Torfisch und so weiter, dann kommt so eine Intuition auf, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe euch irgendwie. Ja. Auch wenn ich noch nicht sowas hatte. Ich hatte noch nicht so einen Wegfall oder so ein Sterben auf dem Kissen oder was du gerade erzählt hast. Du hattest, vielleicht bist du der Glückliche, der diese Vorstellung noch nicht hatte. Und brauchst die auch nicht. Ja. Weißt du? Eine Ex-Freundin von mir, die hat mal vorm Spiegel gestanden und hatte so ein Flash und hat sich nicht gesehen im Spiegel plötzlich. Das hat sie so zu Tode erschreckt, das hat sie total runtergezogen. Da war nicht auch wie, da ist ja nichts, auch wie ist das schön, sondern wie schrecklich ist das. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn du die Erleuchtung hast, da gibt es so einen Typ, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Haunting Universe. Mhm. Ja? Mhm. Der sagte, es gibt, das willst du nicht wirklich, du willst es gar nicht. Eigentlich, wenn du es weißt, willst du es nicht. Ja. Ich komme gerade von diesem Symposium aus dem Benediktushof. Ja. Und da haben wir das immer auch kreuz und quer diskutiert. Wir haben versucht zu gucken, da ging es ja um, das ist super spannend, ne? Also aus verschiedensten Perspektiven. Spirituelle Krisen, ist das dasselbe wie Krankheit, war so ein bisschen das Thema. Was ist denn dann auch irgendwie, um worum geht es denn im Zen dann natürlich oder in der Mystik? Du solltest auch einen Vortrag halten und der ist dann gecancelt worden, oder? Nee, ich sollte da keinen Vortrag halten. Genau. Nee, ich war nur also als Zuschauer dabei, als Teilnehmer. Das ist auch sehr spontan dann irgendwie. Ne? Dann hast du das Interview noch angehängt, oder war das schon geplant von vornherein? Achso, das Interview mit Poray. Mit Herr Poray. Das hatte ich dann relativ, das habe ich auch noch relativ spontan dann, also nochmal angehört. Zum Glück hat das geklappt. Ne? Das war also, ich war sehr beschäftigt. Und dann ist auch die Frage, wenn wir den Begriff Erwachen jetzt benutzen halt trotzdem, also wenn man irgendwie die Schlange als Seil erkannt hat, dann war die Diskussion ganz wild und erregt und führte auch zu keiner guten Lösung, ob man dann zusätzlich noch psychische Probleme haben kann, Neurosen und dergleichen und eben es durchaus sinnvoll wäre, vielleicht zum Psychotherapeuten danach noch zu gehen, nach dem Erwachen. Und dann gab es die andere Position, wo man eher sagt, andersrum, man sollte eher eine gute Psychotherapie durchlaufen, das meinten sogar fast mehr als die Hälfte, bevor man sich so einer harten Sache wie Zen hingibt. Das sei nur etwas für eher stabile Menschen. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, weil ich, glaube ich, sehr unangeleitet damals und sehr einfach drauf los mich auf diese Zen-Literatur gestürzt habe. Da habe ich auch gehört, zu viel Theorie und keine Praxis ist nicht so ratsam. Denke ich auch eher. Im Rückblick hätte ich lieber jemanden doch, der mir damals vielleicht gesagt hätte, setz dich erstmal hin, lies mal nicht diese Bücher oder ne, wälz die Theorie nicht so sehr. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das dann vielleicht nochmal ganz gut gewesen wäre, wenn man vorher erstmal ein paar Sachen vielleicht klärt und ich weiß nicht, ob es unbedingt eine klassische Psychotherapie gewesen wäre, die dann vonnöten wäre. Ich würde eher denken, jemand, der kompetent in die Materie Sender also ein bisschen einführt. Aber das sind ja Überlegungen, die grundsätzlich kannst du, würde ich so sagen, Psychotherapie, welche auch immer, unterstützt ja erstmal die Stärkung des Ich. Ob das gibt oder nicht. Und wenn es ja nur so ist wie die Sonne, der Regenbogen, den es ja nicht wirklich gibt, das ist nur eine Illusion, den kann ich aber trotzdem verstärken, wenn ich es mir regnen lasse oder so. Weißt du, so ungefähr. Das heißt, du kannst das Ich verstärken, damit es dann irgendwie imstande ist, sich loszulassen. Weiß ich nicht. Könnte sein, dass das stimmt. Die eine Richtung sagt, was du gerade gesagt hast. Die andere sagt aber, wenn ich das noch eher verstärke, dann habe ich wieder einen weiteren Weg in die andere Richtung. Mhm. Ich glaube aber in beiden Fällen, dass tatsächlich, ob du eine Psychotherapie machst oder nicht, ist nicht unbedingt erforderlich. Aber vielleicht musst du vorab mal ein stärkeres Ich oder ein Selbstgefühl haben, um überhaupt stabil dich auf solche Sachen wie Zen, nimm mal jetzt wirklich mal Zen, einlassen zu können. Da bin ich von überzeugt. Ja? Damit da bestimmte Randerscheinungen zum Beispiel, sagen wir mal, du hast so eine Erfahrung von
aufgelöst sein, ja? Dass du nicht gleich in Panik rennst und so. Mhm. Von daher glaube ich, dass das gut ist, stabil zu sein. Ob du dann eine Psychotherapie machst, die ja dann auch ewig dauern kann, und erstmal sagt, du bist ja so, wie du bist, erstmal nicht in Ordnung und wir müssen dich erstmal heile machen, weil du passt ja nicht. So wie ich mal geschrieben habe, wenn Psychotherapie Konformismus oder Konformität diagnostizieren könnte, hätten sie keinen Job. Ja, weil ich finde, das macht dich immer in gewisser Weise konform zu. Ja. Meine Meinung. Aber das heißt trotzdem, und nochmal, will ich nicht revidieren, aber sagen, es kann trotzdem helfen vielleicht. Das kann man aber nur, das kann man keinem verschreiben. Zu sagen, mach erstmal das, ich weiß nicht. Weil der oder diejenige, die das verschreibt, ja selber von welcher Position ausspricht, ist die Frage. Wer sagt das? Ist es jemand, der im Erleuchtungsmodus spirituell unterwegs ist? Oder ist es der Psychotherapie-Fan? Da gibt es ja auch sowas wie eine Lobby, würde ich fast schon sagen. Die sagen, ah, wir sind Psychotherapie. Ja. Ich halte grundsätzlich, und das ist sehr allgemein, nichts von Psychotherapie, weil ich dachte mir, bevor Freud und all die ganzen Kumpanen und Schergen auf den Plan traten, haben die Menschen auch gelebt. Die haben, früher haben die vielleicht sich mehr mit der Natur beschäftigt. Und genau das, was Zen, finde ich so toll, sagt, die haben sich einfach mit den Elementen beschäftigt. Die haben gearbeitet. Die sind in Regenwetter gekommen. Die Natur hat die geheilt. Ich hatte so meine Jugendpsychosen, sagte man so. So ein bisschen verrückt. Das hat mich genervt und das. Oder Neurosen. Dann habe ich Kampfsport gemacht, ja. Lange Jahre habe ich Kampfsport gemacht. Und nach 3 Jahren Kampfsport habe ich gesagt, ich habe meinen Körper geliebt, weil ich habe den bewohnt. Ja, ja, da war therapeutisch nichts mehr nötig, weißt du? Körperlichkeit finde ich wichtig. Es geht ja darum, ob du ein Körper oder ein Ich bist, mal egal. Aber zu verkörpern ist ja auch immer mehr so Trend. Was zu verkörpern, finde ich ganz wichtig. Embodiment. Dann kommst du gar nicht auf die Idee, sondern mich gibt's nicht. Und dann kommt der Zen-Meister und knallt dir eine mit der einen Hand, die klatscht, und sagt, und? Ist immer noch alles gut? Nein, es tut weh. Wieso denn? Da ist doch niemand. Whatever. Ja, okay. Ja, schön. Ich dachte gerade an einen LSD-Trip. Ne? Da ist es ja auch, da gibt es so das Trip einmal eins. Ich habe das selber nicht probiert, aber dann gibt es auch, dass es ein gutes Setting gut geeignet sei. Leute, die sich ein bisschen damit auskennen und so. Und analog daran dachte ich vielleicht, dass man auch hier, obwohl es natürlich hier langsamer theoretisch zur Sache ginge, dass man dann vielleicht ganz gut ist, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt. Vielleicht auch gerade in diesen Zeiten jetzt nochmal, ne? Jetzt, wo der Mensch ja, nicht aber so schön. Wie viele Psychotherapeuten kennen sich denn damit aus? Ja, das hatten wir bemängelt, ne, auf der Veranstaltung. Das war das, dass man sagte, wie schade denn genau dieser Punkt. Das finde ich spannend. Ja. Ich kenne einen Fotografen, den habe ich mal kennengelernt in so meiner Foto. Ich bin ja auch Fotograf so unterwegs und der macht so Models und so. Wir haben uns getroffen vor 3 Wochen in Düsseldorf und der ist sehr beschäftigt mit mich. Wir haben so Ähnlichkeiten festgestellt in unserem Leben, was uns interessiert. Ja. Und da hat er gesagt, ja, ihn interessiert Therapie. Er ist auch so in Therapie und sucht nach Leuten immer, die es mit Psychedelika machen. Ja, ja. Und also von Timothy Leary erzählt, weißt du, der mir mit LSD damals versuchte, das zu legalisieren in den 60ern, der ist ja dann weggesperrt worden, weil er gesagt hat, Leute, wenn ihr eine richtige Dosis, also eine richtige Dosis mit dem richtigen Therapeuten, einen richtigen Moment jemanden therapiert, dann kann er in 2-3 Sitzungen von seinem Scheiß geheilt werden. Fand ich ziemlich spannend. Und heutzutage kommt das wieder auf den Plan. Wer sich damit auskennt, ist natürlich entscheidend. Und wer wird das? Weil da wahrscheinlich Synapsen frei oder, keine Ahnung, verbrannt werden, die uns sonst von was abhalten. Ich glaube nicht, dass das Ziel unbedingt Ich-Auflösung ist. Ich finde das sowieso ein bescheuertes Ziel. Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn da auflösen? Weißt du, so ungefähr. Ja, nee, ist irgendwie. Oder? Vielleicht ist es auch eine wackelige oder ungünstige Formulierung. Ne? Genau wie mit dem freien Willen. Ne? Das ist so eine Geschichte. Nee, die Frage ist doch, was ist denn denn frei? Gibt es denn überhaupt einen Willen? Vielleicht gibt es ja gar keinen Willen. Weil das, was du tust, scheint willens. Guck mal, wie willensstark oder diszipliniert der ist. Aber es ist einfach nur eine Entscheidung, die passiert. Und dann machst du das. Wenn du sagst, du hast jetzt Hunger, dann isst du das Stück Kuchen, dann muss ich nicht sagen, ich wollte jetzt das Stück Kuchen essen, das kommt hinterher. Und wenn der Willen dann frei ist, dann haben wir vermeintlich eine Zeitspanne zwischen dem, was ich will und irgendwann tue. Und von daher glaube ich, dass es gar keinen freien Willen gibt. Aber wir sind auch nicht unfrei. Weißt du, wie ich meine? Wir sind das, was Wille ist. Vielleicht so? Ja, so. Wo kann man das? Ein abstrakter Begriff. Der ist sprachlich hilfreich. Wenn ich sage, du hast aber einen Willen, du bist willensschwach, oder streng dich mal an. Aber freier Wille, das ist so, wie ich habe einen freien Willen, den setze ich jetzt dahin, dann gucke ich den an, ist der jetzt frei oder nicht? Ich kann da nichts mehr anfangen. Das ist ja so eine Urdualität. Ne? Also da wäre ein Ich, das ist schon das erste Konzept. Und dann ist dann der Wille, das ist das zweite Konzept. Und das dritte ist, dass dieses Ich diesen Willen kontrolliert. Also haben wir schon 3 Bausteine.
Wenn die alle zusammenfallen, dann fühlt sich das am ehesten so an, wie ich das als Dreijähriger gefühlt habe, wo ich sage, Schokoeis wollen, lecker essen oder so, ohne irgendwie diese Krücken quasi. So, ne? Dass man, ich glaube, diese Diskussion um den Willen geht darum, dass etwas anderes kontrollieren möchte, ne? Und das somit irgendwie eine duale Kiste ist dann. Und zugleich hat es die Ähnlichkeit mit deinem Erlebnis als Kind, wo du sagst, da ist ein Ich, was noch beobachtet, nochmal, das ist ein Wille über einen Wille über einen Wille über einen Wille, weil wie der Schopenhauer schon sagte, ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht wollen, was ich will. Das fand ich ziemlich kernig. Das hatte bei mir direkt eingeschlagen. Ja, der hat sich ja auch mit Buddhismus beschäftigt, der Typ sowieso. Ne? Wollte ich jetzt nach Frankfurt? Ja. Oder was? Wo kam es irgendwo her, dass ich das, weißt du, so, das finde ich viel spannender, die Frage so zu untersuchen, als mich dazu mit zu beschäftigen, was ist mein freier Wille oder habe ich die Macht oder? Oder? Absolut. Und ich glaube, aufgrund dieses schon lockeren Willens sitzen wir jetzt auch hier so. Ne? Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen treiben lassen. Nicht im Sinne von, das ist jetzt wirklich so planbar gewesen. Ne? Das ist, also es gab so viele Faktoren, die das hätten dem im Wege stehen können, wahrscheinlich. So, ne? Aber eine gewisse Planung kann auch hilfreich sein. Ja, also, ja, ja, natürlich. Also wenn du jetzt mich fragen würdest, ne? Angenommen, es würde jetzt wieder irgendwie so ein Umkehr stattfinden in der Hirnwissenschaft und irgendjemand sagt, wir haben jetzt doch den freien Willen gefunden. Würde man das jetzt mein Leben ändern? Nein, denn ich meine, wenn ich jetzt diese Reise mache, ich habe geplant, um hier um 6 Uhr da zu sein, ich musste Planungen machen. Ich tue immer so, als hätte ich einen freien Willen. Ne? Umgekehrt, wenn es dabei bleibt, es gibt keinen freien Willen, ändert das irgendwas? Nein. Denn es heißt ja nicht, obwohl das manchmal so klingt, du hast keinen freien Willen, also solltest du nicht, also darfst du nicht, also musst du das nicht. Aber das kann es ja nicht sein, denn ich habe ja keinen freien Willen. Das ist ja keiner, der irgendwas dürfen, sollen oder müssen könnte. Ne? Also mit oder ohne, ich muss die Schalen waschen, ich muss den Müll runterbringen, es ändert nichts. Ne? Also es ändert nichts in meinem Leben, mit oder ohne freien Willen. Ich muss die Rechnung bezahlen, ne? ich muss... Das meine ich auch. Ja. Das ist so, du tust das einfach. Du hast jetzt, du willst das jetzt, du planst das, dann tust du es. Mir kommt gar nicht in den Sinn, dass das mein freier Wille ist. Weißt du, so meine ich. Das ist so eine Reflexion, du machst das. Ja, ja. Und wir haben ja auch geplant. Wir haben geplant hier, fahren wir dahin oder direkt nach Frankfurt, damit der Muo pünktlich, damit das hier losgeht. Natürlich ist der Plan, aber die geschieht auch einfach. Man kann sie von beiden Seiten sehen. Und sagen, ich habe keinen freien Willen. Das ist wieder ein Wille, der sich dagegen wehrt. Klingt oft so ein bisschen wie, also, und deshalb kann ich jetzt machen, was ich will. Ich habe keinen freien Willen, also schlafe ich bis 12 oder so. Das ist auch Wille. Das ist so wie, vorher war ich nicht frei und nachdem ich das erkannt habe, bin ich jetzt irgendwie frei. Oder? Irgendwie die Leute sagen, ich habe keinen freien Willen, also darf ich. Ne? Aber das ist ja der Widerspruch. Ne? Wenn du keinen freien Willen hast, dann darfst du gar nichts. Ne? Genau. Steh auf um 6, wenn der Wecker klingelt. Ne? Du hast keinen freien Willen, um doch mal dich hinzulegen. Aber interessant, jetzt fällt mir gerade ein, es ist ja oft so, und das war auch auf dem Symposium sehr irgendwie deutlich, implizit kommt, schwingt immer mit, dass wenn du wirklich ernsthaft Zen treiben möchtest, und es gibt ja viele Zen-Richtungen, die das auch immer so betonen, dann sei eins der wichtigsten Dinge, die paradoxerweise jetzt die Willenskraft, das Durchhaltevermögen und das Hindernis, ich glaube, das war auch öfters ist das gefallen, von verschiedenen Referenten. Das größte Hindernis, warum die 60%, 70%, 80% der Leute nur kurz Zen betreiben, ist, weil die zu schnell aufgeben. Bequemlichkeit. Es gilt im Buddhismus als einer der großen Hindernisse. Ja, ne? Also im Zen wird oft gesagt, du brauchst Glaube oder Vertrauen. Ne? Du brauchst Vertrauen, aber gleichzeitig Zweifel. Ne? Also, es geht so nicht weiter. Ne? Ich fühle mich wie im falschen Film. Ne? Ich fühle mich wie nicht zu Hause auf diesem Planeten. Ne? Ich bin nicht Teil der Menschheit. Warum bin ich überhaupt hier? Ne? Der große Zweifel. Was mache ich hier überhaupt? Ne? Aber dann eben Vertrauen, dass du den Weg gefunden hast, selbst wenn du die Antwort da noch nicht hast. Ne? Und dann eben die Anstrengung. Ne? Also oft hast du eben diese Bequemlichkeit. Ne? Muss ich denn jetzt ins Kloster gehen? Nein, du musst nicht ins Kloster gehen. Muss ich Japanisch können? Nein, du musst auch kein Japanisch können. Muss ich im Lotussitz sitzen? Nein, du musst nicht im Lotussitz sitzen. Ne? Muss ich denn in einem Zimmer sein mit 3, 4 Leuten, von denen einer vielleicht schnarcht? Nein, man kann auch im Einzelzimmer erleuchtet werden. Aber ne, wenn du nie deine Komfortzone verlassen willst, ne, dann ist unwahrscheinlich, dass es dich eines Tages trifft wie ein Blitz. Auch die Leute gibt es.
die um die Ecke gegangen sind, dann traf es sie. Aber Lotto gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da sitzt in deinem Stuhl und es dir so bequem wie möglich machst, dass du dann getroffen wirst von der Erleuchtung, ist relativ gering. Ne? Ich glaube, die Doris Zölz, die ja auch im Benediktushof ist, sie sagte mal, Praxis führt nicht garantiert zur Erleuchtung, aber es erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit. Ne? Aber keine Praxis genau, ne? reduziert die Erleuchtung. Die Wahrscheinlichkeit, ne? Aber es ist gut. Ne? Aber die Komfortzone, das ist ja das Ich, weißt du, wo genau, das einerseits ist das Problem, wollen sie das Ich loswerden, merken aber nicht, dass das Ich ja nichts anderes ist als die Komfortzone. Die Gegebenheiten, die ich schon kenne, wo ich mich wohlfühle, worin ich mich aufhalte. Und genau genommen brauchen wir die alle in gewisser Weise. Wenn du deine Komfortzone sprengen könntest in alle Richtungen, dann würdest du vielleicht ein Vernichtungsgefühl erleben, weiß ich nicht, kein bisschen. Aber so gewisserweise die zu erweitern, die Komfortzone, ist ja auch sowas. Es gibt Leute, die sprechen immer von der Komfortzone und dann von der Tension, von der Spannungszone und dann der Gefahrenzone, wenn du zu schnell, wenn du meinst, du müsstest jetzt direkt Bungee-Jumping machen und traust dich sonst noch nicht mal auf eine 3 cm Leiter, dann ist das vielleicht zu viel. Aber so Schritt für Schritt einfach sein Terrain zu verlassen. Ja. Weil das Problem mit der Anstrengung ist halt immer, du bist dann plötzlich stolz. Ne? Du kannst im halben Lotus sitzen, du kannst im vollen Lotus sitzen und das so und so viele Jahre praktiziert, du hast diese Erfahrungen gemacht. Ne? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ohne Anstrengung geht's nicht, aber mit der Anstrengung wird es leicht zu diesem Macho-Ding. Guckt mal, wie viel ich geleistet habe, ne, für den Weg. Ich kann mich erinnern, als ich da in Kamala Shila war, ne, wo ich erzähle, damals in der Eifel, das gehört ja den Kajus, den buddhistische Ritual, ist da eine von den 5 Sekten Kajus. Ich glaube, das waren die Kajus, die residierten da und hatten da ihre Gompa, ne, was vor Dojo ist. Wunderschön, da haben wir auch schon mal Zen machen dürfen. Ja. Also ein Session zumindest. Und die kamen aber immer so, und das habe ich irgendwann geliebt, die kamen so rot wie du an mit ihrem. Das fand ich irgendwie so, die sind so, wir mit unseren schwarzen Kimonos, wir sind so ernst. Und das fand ich teilweise scheiße, weißt du? Das hat so was, das war so polarisierend. Wir sind die Richtigen, ihr seid so. Und dann denke ich, boah, wie viel Ego ist denn da drin? Ja? Und das war jetzt, ich habe das so ein bisschen assimiliert oder mit übernommen und dachte, nee, das ist nichts, das gefällt mir nicht. Weißt du? Irgendwo fand ich das nicht so toll, weil das so viel Zauber ist, ja viel Böen und Schamanismus drin. Und zugleich fand ich es aber auch lustig. Die lachen viel mehr über, weißt du, im Zen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, bei dir wird auch viel gelacht oder wurde im Kloster. Aber irgendwie scheint das wohl zu Zen dazuzugehören, dass man nicht lacht. Ja, so. Und Deshimaru so als Bild. Ne? Ich habe einen Zen-Meister kennengelernt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Damals irgendwo in Niedersachsen. Er sah aus wie Shunryu Suzuki, von der Optik. Ich meine, Japaner sehen vielleicht öfter mal ähnlich aus, wir auch. Aber der sah wirklich genauso aus. Und den habe ich geliebt, Shunryu Suzuki, habe ich gesagt. Ich habe ihn gesehen auf diesem Bild und mir kamen die Tränen. Ich kann das nicht erklären. Das war so, da ist so viel Liebe und Stärke und Freiheit drin. Wahnsinn. Zen-Weg, Anfängergeist, kennst du ja vielleicht. Das fand ich faszinierend. Und dann habe ich Baker Roshi auch mal kennengelernt. Das war sein Meister. Baker Roshi ist der Lehrer von einer Nicole. Den hatten wir jetzt nämlich gesehen. Der war also so für uns alle ein Highlight von dieser Symposiumreihe. Ihr Lehrer hatte dann deine Schülerin oder so vertreten. Das war schon auch eine sehr schöne Begegnung. Ja, aber gut, okay. Kennst du noch, ich weiß nicht, ob der Romain Rollin hieß. Das war einer der Meisterschüler aus Frankreich von Deshimaru. Roland Resch. Den habe ich noch kennengelernt. In Düsseldorf gab es mal so einen. Der lebt sogar noch. Kann's nicht versprechen. Der war damals nicht viel älter als ich, aber und da haben wir da Zen gemacht, irgendwo an der A3 Hilden, da war es wie so ein Hof umgebaut, das war so ein Terrain, gefühlt so groß wie hier, alles nur Holzboden, Kiefern und wir haben da schlafen und sitzen müssen, was Knochen und Knüppel lag. Das war so, habe ich gedacht, ist das denn, brauche ich das wirklich, aber es war, hatte was. Du kannst dich ja nichts festhalten, das ist nicht mal intime, du kannst nicht mal dich geschützt irgendwo verstecken, das war schon klasse. Ja, so war so ein bisschen. Sadomaso ist natürlich schon ein bisschen dabei, oder? Das Aufsehen. Ja, aber das passt ja auch zu den Japanern vielleicht. Ja. Vielleicht tue ich denen Unrecht, aber ich glaube, die Japaner sind bereit, viel mehr Strenge oder wie auch immer sowas zu erleiden oder erdulden als wir, auf jeden Fall. Ich fand trotzdem vom Zen-Gedanken her, von der Literatur immer. Den chinesischen Zen, also nicht ursprünglich, aber der hat was erhalten, was im Japanischen für mich, ich kann das ja nicht aus der Innensicht betrachten, verloren gegangen ist, weil die Japaner es natürlich mit Strenge und Disziplin
umhüllt haben. Mhm. Wenn du Zen hast, Japan, hast du immer Disziplin mit im Kopf. Ja. Ich glaube nicht, dass das wirklich vom Zen her so war. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind oder so. Mhm. Weil ich kann es ja nicht bezeugen. Ich war ja nicht vor Ort. Ja. Ja? Sondern wenn ich, wenn ich zum Beispiel Huang Po lese oder auch Rinzai, das Rinzai Roku, ja, das ist ja schon japanisiert, aber das fand ich schon faszinierend. Ja. Fand ich cool. Aber ich fand auch Kurosawaki gut. Ne? Da habe ich ja letztens gefeedbackt mit dem. Das fand ich gut. Den Film fand ich sehr schön, by the way. Ja, Kurosawaki. Das ist schön. Das ist so down to earth. Kurosawaki ist so down to earth. So. Eine Sache vielleicht noch, ne? Also auch jetzt deine Fragen damit mit, was ist Wahrheit? Gibt es die eine Wahrheit? Ne? Oder die rote Rutsche, da ist die Rutsche jetzt rot. Ne? Es wird oft gesagt im Zen, wenn der Meister mit dem Finger auf den Mond zeigt, die Schüler gucken immer nur den Finger an, die sehen immer nur den Finger, sehen den Mond nicht. Und der Mond steht für die Erleuchtung. Ne? Ich habe das Gefühl, 99,9% der Fälle ist es umgekehrt. Der Meister zeigt mit dem Finger, die Schüler gucken immer, wo ist jetzt der Mond? Ja, da wunderbar. Muss jetzt noch der Mond sein. Ne? Ja, Und da ist die Illusion, aber wo ist die wahre, die absolute Wahrheit? Ne? Und der Meister macht wieder das. Ja, aber wo? Ne? Also das dachte ich, als du vorhin diese Frage stellst. Ja, ist das jetzt eine Wahrheit oder? Ne? Ist es jetzt ein Mond oder gibt es da vielleicht viele? Guck mal, das hier. Ne? Siehst du den Finger nicht? Ne? Und das ist das Schöne am chinesischen Zen, ne? Dass du immer hier da hast, der Finger da hast, eine Ohrfeige da, hast eine Tasse Tee, trink die Tasse Tee und dann mach dich wieder an die Arbeit. Ne? Im Sinne von immer weiter im Text. Genau, und wir fragen dann, ja, was bedeutet diese Tasse Tee? Ne? Und was bedeutet der Finger? Ist das jetzt der Klang der einen Hand oder nicht? Will der wahre Meister mich jetzt in Kontakt mit der absoluten Wahrheit bringen und so weiter? Nein, das ist viel direkter, ne? Das ist viel direkter. Du hast gemerkt, wir haben deine Frage gar nicht beantwortet. Wirklich so richtig. Aber vielleicht war all das wahre Wahrheit, was jetzt passiert ist. Skizziert ja immer die Wahrheit, ne? Ja, Moment, nee. Aber da ist jetzt eine Wahrheit, die man skizziert. Aber wenn ich sage zum Beispiel, das, was jetzt passiert ist, ne, ist alles, was Wahrheit überhaupt sein kann. Was nicht heißt, dass was gesagt wurde, ist Wahrheit. Das ist ja wieder ein Hinweis auf was, sondern es ist einfach so Wahrheit. Stimmt, ne? Ich hatte ja sehr berührt, das mit den Zähnen, diese Geschichte. Ja. Vielleicht, dass du die nochmal, die passt ja. Ich habe meine Zen-Meisterin, ich weiß nicht, ob du die kennst, Prabhasha Dharma Roshi hieß die damals. Ah, aus Kalifornien. Ja, genau. So eine ursprüngliche Deutsche. Eine Deutsche aus Frankfurt. Ja, ja, die hier. Ja, genau. Die ist leider schon gestorben. Ja, genau. Ich weiß, sie hat auch Poesie geschrieben. Die hatte ich als Meisterin, und das war damals in Roseburg. Das war noch bevor die Grenze, kurz vor der DDR-Grenze da oben, da war ich auch. Ja. Und dann sind wir nachts immer ganz früh aufgestanden oder früh morgens, haben dann eine Bewegungsgymnastik gemacht. Und in diesem Dings hat es übrigens gespukt. Hat sie selber gesagt, hier ist es irgendwie ganz komisch. Aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall hatte ich hier die Zähne, die sind nicht echt. Ja, und dann habe ich so gelacht und dann sagte, oh, guck mal, also in der dritten Person, er lacht wie der Buddha. Und dann dachte ich, woher will ich das wissen, aber ist ja auch egal. Ne? Ja, ja. Er lacht wie der Buddha, hat so schöne Zähne. Und dann habe ich zu ihr gesagt, die sind aber nicht echt. Und dann hat sie gesagt, alles ist echt. Mhm, und das war, das hat mich nie verlassen. Das fand ich so. Das war so ein Switcher, das war so ein Doxan vom Feinsten. Da kommt der Real Coach her, oder wie? Real ist für mich Wirklichkeit. Ja, ja. Und ich glaube, die einzige Wahrheit, die es gibt, das ist jetzt alles Konzept, ist Wirklichkeit. Deswegen, alles ist wirklich, aber es ist nicht unbedingt da. Und von daher bin ich dann bei Advaita, wenn ich sage, da ist niemand, aber die Frage ist doch, warum muss ich mich denn, der ich ja nichts bin, aber auf einer relativen Ebene trotzdem das Maul aufmache, damit beschäftigen, dass ich hinter mich blicke und eigentlich bin ich nicht da. Da finde ich schon viel besser zu sagen, obwohl ja gesprochen wird von dem, ich weiß nicht, wie er heißt, dass ich ist schon der Traum. Ja klar, aber egal. Der Traum ist wirklich. Ich bin aber in diesem Traum. Ich bin dann eben dieser Träumer. Ja, Und wenn ich sage, ich bin und ich gucke aus meinen Augen heraus oder wie du als Kind da erfahren hast, das ist der Beobachter, dann ist das wundervoll. Dieses ich beobachte meine Gedanken, dass ich jetzt hier sitze, aber gleichzeitig muss ich auch mein Avatar sein. Der Film Avatar deutet ja auch darauf hin. Ja. Und Avatar heißt ja auch die Emanation von was Göttlichem, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja nicht der selber. Der hat ja selber da in der Kiste gelegen und konnte nur steuern. Da ist immer noch ein bisschen Trennung. Da ist ein Avatar und ich. Das ist noch ein bisschen komisch. Ja. Aber dann wird gesagt, da ist auch kein Ich, da ist gar nichts. Da ist alles passiert einfach nur. Ja. Und
Ich kann da nichts damit machen. Ja? Es ist für mich wie Geld, was nicht ausgegeben werden kann, obwohl es da ist. Und das finde ich so schade. Zen-Meister Muho Nölke. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Bitte damit begeben Sie sich umgehend zum Gate 1. Bekommst. Ich glaube, das ist auf Terminal 1. Wir hatten ja 7 gesagt. Ne? Das genau, meine Frau, die guckt schon ab und zu mal hier rüber. Ja, ich möchte nicht, dass du dann da... Aber ich finde das sehr großzügig von dir. Das kannst du auch gerne bei Auswahl. Ich finde es toll. Ganz toll. Und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Also kennengelernt. Mein Vergnügen. Ja, ja, mir auch. Wir werden uns bestimmt noch mal zoomen oder so. Könnte ich ja, genau. Das wird es geben wahrscheinlich. Also ich komme. Das ist Zen Life, finde ich. Weißt du so? Zen ist ja nicht Zen selber. Es geht ja nicht um Buddhismus. Es geht ja einfach darum, darüber hinaus zu weisen. Und deswegen sagt Zen auch immer Life ist hier und jetzt. Und das finde ich echtes Zen. Und das, was ich schade finde im Advaita, da gibt es sowas. Ich hasse das Gefühl. Da geht es immer nur um dieses abstrakte da. Und hier, das ist irgendwie so. Da habe ich gerade so gedacht. Das ist schön. Ein wunderschöner Anfang. Wunderbar.